Also, ich muss noch den neuen Dark Deception Part aufnehmen. Ach, moin Leute, hab gar nicht gesehen, dass ihr da seid. Guck mal, ich hab mir so ein neues Ding gekauft. Das ist voll krass. Ja, das könnte schon mal starten. So. Läuft noch. So. Dark Deception, zack. Warte mal. Bin ich dumm? Das Ding bewegt sich doch. Und damit herzlich willkommen zu Dark Deception, Part Nummer 3 sind wir jetzt, Nummer 3. Ja, wir gehen jetzt mit dem komischen Ritter, mit dem komischen Piraten hier. Servus, meine Maus funktioniert nicht. Meine Maus ist wieder da. So, Piraterie. Du musst mehr als einen Speedboost brauchen, um da rüber zu kommen. Fall in die Lücke und wir beide können raten, wo du endest. Hier ist eine Lücke? Wo? Zu deinem Glück kann ich dir Kraft geben, rüber zu springen. Nein, ich will das mit den Beinen, ich meine Teleportation. Teleportation? Das gab es? Geh zum Ring, Alter, ich hab alles vergessen, merke ich gerade. Teleportation? Let's go. Go on, give it a try. Okay, Moment, zeig mal her. 1 oder 2, um die Position zu switchen. Ah, okay. Und was davon ist jetzt... Warte, was will ich haben? Ich glaube, der Speedboost reicht, wenn er auf Q ist. Ich will auf Dingens haben. Ach, ich habe das gar nicht gesehen. Hier ist ja eine Lavaquelle. Boah, ist dunkel. Ich wollte das Spiel auch noch was dunkler machen, fällt mir gerade ein. Change Teleport Distance. Ach du Scheiße, wie soll man das denn vernünftig einsetzen, während dem Ding ist? Hoch. Wieso bin ich wieder hier? Verstehe. Zack. Oh, das ist aber schnell wieder da. Okay, verstehe. Ich mach kurz das Spiel was leiser. Alles klar, wir sind wieder back. Und ich hoffe, das ist jetzt tontechnisch besser als vorher. Deadly Decadence? Die Cadence? Ich weiß es nicht. Dann wollen wir mal. 50 nur? Halt die Augen offen, mein Lieber. Die Statuen hier wirken sehr lebendig. Hatte ich ja schon im Intro das Konzept angesprochen. Wir werden hier schön Dr. Who-Shit haben. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Okay. Schickes Ambiente, aber. Ich frag mich, wer hier für die Landschaft sorgt. Sehr beeindruckend. Ja, kann man so sagen. Ein paar viele Brunnen, wenn du mich fragst. Ich will wissen, wie viel Wasser hier verloren geht. Und du bist der Minion, der mich sucht? Oder so? Der lacht! Okay. Free our souls. Set no bleed. Now you shall bleed. Er ist weg! Aber inwiefern kämpft man denn... Watch your step. It's hard to run with a gaping hole in your foot. Inwiefern kämpft man gegen einen Gegner, der sich nur bewegt, wenn du nicht hinguckst? In so einem Spiel. In case you were wondering, yes, those footsteps are getting louder. Wow! Gibt's Fallen? Es gibt mehr als einen. Okay, Moment. Okay, das ist nicht gut. Vor allem das ist schlimm. Oh mein Gott. Und jedes Mal, wenn ich reinlaufe, bin ich tot. Scheiße, das wird schwer. Ich werde richtig oft sterben. Ah, dafür ist der Teleporter wahrscheinlich gut. Und ich hätte diesen Stachel gefunden. Alter! Ich merke schon, das wird tough. Gott. Das Maul, geh weg von mir. Es ist auch so ruhig. Das ist auch irgendwie ganz unangenehm. Vor allem, wenn du nicht weißt, von wo jemand gerade kommen könnte. Ich habe alle drei bei dir gerade. Okay, Moment.
Teleporter, da muss ich irgendwo hin, wo die... Ich muss nach hinten. Watching the watch is watched. Gold watch for 10 seconds. Ja, wow. Und jetzt rennen, und jetzt rennen, und jetzt rennen, 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 rennen. Ich muss aber aufpassen. Genau wegen so einer Scheiße. Fuck. Okay, der Teleporter ist genau dafür gedacht. Schaff ich noch? Boah, das ist hart. Halfway there and you're still alive. Naja, still alive würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich höre zu viele Schritte. Oh, geh weg! Nicht in meinen Nacken rein, schaffe ich. Sind die alle böse? Enemy stun, Enemy stun, Enemy stun ist vor mir. Bitte, bitte, bitte. Yeah! Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen den Kopf frei. Das hätte ich nicht lange. Boah, ich habe so Schiss, ne? Die kommen aus dem Nichts. Ich weiß auch noch nicht ganz. Ich bin tot. Scheiße. Es ist schwer, den richtig zu benutzen, den Teleporter. Weil selbst wenn du dich noch mitbewegst, dann könnte es trotzdem sein, dass du aufgehalten wirst durch den Zaun. Busch, warum wird das immer lauter? Es gibt halt Timings, wo du lucky bist. Es gibt Timings, wo du richtig unlucky sein kannst. Vor allem deine Footsteps sind schwer zu unterscheiden von deren. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Nicht. Das war richtig gut. Das war gut. Genau so muss man das spielen. Erstmal im Arsch, erstmal im Arsch, erstmal im Arsch, erstmal im Arsch, erstmal im Arsch. Vorsichtig, Teleporter. Ich mag den, das ist schön dynamisch. Er scheint auch gut zu funktionieren, sag ich ehrlich. Er scheint das zu machen, was er machen soll. Ich war zuerst nicht ganz. Oh. Alter, ich hab Angst. Über diese Statuen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch ein. Ah, er pisst mich an! Er pisst mich an! Er pisst mich an! Ich habe euch beide im Blick! Die nächsten sind vorne. Warte, dann lasse ich den ein bisschen näher kommen. Komm. Put. Put. Die hinten immer eine andere Pose. Wie witzig. Fuck, 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 fuck. Nur noch zwei, nur noch zwei. Das wird sicherlich die erste Etappe sein. Niemals ist das schon alles. This zone is clear. Get to the manor. Ja, erste Zone ist clear. Completed the edge maze in under 6 minutes. Boah! Sogar einen Erfolg bekommen. Wo muss ich hin? Hab ich noch? Hier hin muss ich. How nostalgic. I used to have a manor like this. Klingelt gerade, ja. So, zurück zum Spiel. Ich war kurz, hatte was zu erledigen. Wir gehen jetzt in die Villa rein. Is it terribly rude if you let es ist sehr unhöflich, dich selbst unangekündigt reinzulassen. Ja, halt's Maul. He who has gold makes the rules. Okay. Das ist you mein toller Altar. Now get the rest of the shards. Hier drin? Wo denn? 304! Oh, shit, Alter. Hebel? Hä? Okay, dann wollen wir mal. Kann's sein?
dass ich den Teleporter jetzt öfter benutzen muss? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier ist jetzt richtig was los. Wie viele gibt es hier? Wie viele seid ihr? Und warum guckt er so doof? Sag mal, wie viele seid... Oh mein... Wie viele sind das? Ja, lass mich durch. Oh mein Gott, der atmet mir so in den Arsch. Okay, es reicht aber, wenn ich lediglich in seine Richtung gucke. Es ist nicht zwingend notwendig, ihn zu... Oh mein Gott, wo kommen die denn immer her? Es ist nicht zwingend notwendig, ihm in die Augen zu gucken. Und jedes Mal, wenn die nah genug an mir dran sind, dann pusten die mich an. Ach du Scheiße. Ey, wie soll man das schaffen, wenn man auf S-Rank aus ist? Da muss ja ein richtiger Profi im Spiel sein. Oh Gott. Oder vielleicht bin ich das sogar schon? Boah, bin ich hier durchgespeedet. Das war richtig geil. Warte mal, ich muss zurück. Da war einer. Wie schnell die aber auch einem hinterher... Oh, fuck. Okay, kurz warten. Ich muss den rechts näher kommen lassen. Dann kann ich mich hinter den teleportieren. Warum sollte man sich so nah teleportieren? Das macht keinen Sinn. Er kommt nicht. Aber hier in seine Richtung will ich eigentlich nicht. Okay, Moment. Beim nächsten. Laufen. Nach hinten teleportieren. Boom, ausgetrickst. War das nicht geil? War das nicht gut? Ich bin quasi schon ein Profi in dem Spiel. Lauf. Warten. Lauf. Teleportieren. Das war wichtig. Die wollten mir den Weg abschneiden. Okay, wie mache ich das jetzt? Warte, er muss näher. Er muss mir näher kommen. Ich bin in einer ganz doofen Situation. Er kommt nicht an den Stacheln vorbei. Er kann die nicht betreten. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss an die wieder. Obwohl, ich kann den ja ignorieren. Ich muss irgendwie an dem hier wieder vorbei. Aber da steht noch einer. Es gibt verschiedene von denen. Okay, warte. Teleportieren. Oder ich laufe einfach... Psst. Nicht, psst. Psst, deine Mutter. Ich bin komplett eingekesselt. Mann, was erwartest du denn von mir? Ich kann doch gerade nichts machen. Boah, die Hitbox ist aber wirklich sehr großzügig. Aua. Das ist ja heftig. Die sind ja auch überall, ne? Oh, Enemy Stunt. Ich kann kurz eine Runde chillen. Das ist der Segen auf Erden. Enemies Revealed, da muss ich hin. Hier vorne ist der Enemy Revealer. Wie viele sind das hier? Ich muss kurz warten. Jetzt einmal. Sobald ich den in die Richtung gucke, sind die... Oh, die bewegen sich richtig schnell. Okay, hinter mir ist gerade keiner. Guck mal, wie schnell die sich bewegen. Guck mal da rein. Was ist das? Guck mal, wie schnell. Wie komisch die sich aber auch bewegen. So richtig typisch Puppe. Die zittern richtig. Boah, halt's Maul. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die nicht an mich... Ah, das ist ein Safe Place hier. Hier kommen die nicht hin. Ich verstehe die Sache mit den Hebeln nicht ganz. Warte mal. Ich kann von einem anderen Gang anfangen. Das ist ein Vorteil für mich.
Das war gut. Ich bin nicht schlecht. Extra Leben. Oh, scheiße. Boah, Alter, ich bin unter Spannung. Das ist nicht einfach. So, weiterlaufen, weiterlaufen. Lauf, mein Kleiner. Lauf. Ich habe kurz Angst gehabt, dass ich Aufnahme aussehen. Oh mein Gott, das ist der an meinem Arsch. Ich finde aber... Also ich dachte, erster Eindruck, komplett unmachbar. Aber jetzt gerade bin ich so mäßig, ist doch... Oh, der Teleporter hat nicht funktioniert. Lichtbalancing. Die spawnen einfach, ach so. Hä? Da laufe ich halt woanders lang. Oh, das war so knapp. Ich habe verdammtes Glück mit diesen Stachelfallen. Die dürfte ich eigentlich nicht überleben. Okay, irgendwo ist nicht wieder jemand. Irgendwer hat mich wieder ins Visier genommen. Du zum Beispiel. Ne, falsch, ich muss hier lang. Sorry, Bruder, muss hier lang. Das muss ich haben. Psst. Oh, Mann! Ich hab mich durchteleportieren müssen, der war zu nah. Das Gute ist, dadurch, dass die jedes Mal Psst machen, wenn die hinter dir sind, weißt du ungefähr, wann du dich zwingend umdrehen musst. Okay, sind die letzten paar. Ich laufe mal hier oben lang. Hier sind gerade weniger von den Typen. Ich würde ungern ein zweites Mal sterben. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden wollen. Oh, wo kommt der her? Ich verwechsel die auch, glaube ich, teilweise einfach mit den normalen Typen, die da an dem Rand stehen. Nein, ich habe verkackt. Ich habe meine Ulti. Ich bin mit dem Finger weggerutscht. Letztes Leben. Ein Schad noch. Konnte man nicht auch irgendwie rauszoomen? Ich könnte schwören, dass... Ah, mit Z. Da steht's. Fuck. Ja, warte mal, Z. Ah, das ist doch viel besser. Guck mal, das ist doch viel besser mit der Map. Jetzt sehe ich, wo ich hin muss. Jetzt bin ich voll falsch gelaufen, ich Idiot. You've done it. Now get the ring piece while you still can. Halt's Maul. Oh mein Gott. Sind das jetzt noch mehr von denen? Ich muss zum Ring Piece. Ich muss nur zum Ring Piece. Warum ist der. Oh mein Gott! You should rub some dirt on it. Eingekackt. Warum war der Dämon wieder da? Was macht der hier? Warum ist der hier? Der ist nicht schneller als ich, oder? Ach, guck mal, wie lang. Oh, oh. Moin, Jungs, Männers. Weibers, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Okay. Ab hier ist schon mal ein Vorteil. Ich muss zurück zum Portal. Das wird eine Katastrophe. Das schaffe ich niemals. Jetzt das... Oh mein Gott, die werden mich alle jagen. Die werden mich alle jagen. Außenrum? Achso. Was ist das? Das ist ein Item. Extras? Es gibt Extras? Habe ich die bei den alten Maps einfach nur verpasst? Es ist ein Extra, weil hier zu ist. Zeig nicht mit dem Finger auf mich. Scheiße. Okay, jetzt hier die Seite ist richtig. Noch keine Fallen. Was? There's no escape for you. No. Der wirft mit Dexen. Abgesperrt? Warte, was? Was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe? Muss ich jetzt wieder rein? Nein. Ich bin stuck. Psst. Was muss ich tun? Okay, Bosskampf ist es wieder. Vielleicht muss ich die einzelne... Ich muss die Axt... Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ich check. Ich muss vors Tor und dann muss der mir das Tor aufschmeißen. Ich verstehe. Das wird nur mit dem ein bisschen schwer im Schlepptau.
Ich muss das mehr als einmal treffen. Das war richtig, das war richtig. Das Problem ist nur, wenn ich die zu nah kommen lasse, habe ich ein dickes Problem. Da, guck dir mal an, wie viele das sind. Ich muss die erst mal weglocken. Sonst wird das nichts. Fuck! Ah, ich muss aufpassen, dass die mich nicht treffen. Oh, das ist hart. Aber ein interessantes Konzept, gefällt mir. Fuck, hier komme ich nicht durch. Ich habe schnell geschaltet. Das war. Sind das viele von denen? Ich muss mal gucken, ob am Tor jetzt irgendwas passiert ist. Weil es war gerade das Einzige, was mir einfallen würde. Das Tor ist offen! Das Tor ist offen! Das war richtig! Oh mein Gott! Der Teleport hat nicht funktioniert! Der Teleport hat nicht funktioniert! Wie Arsch! Okay. Warten, 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 warten. See ya! Rein da! Ja! Ich bin escaped! Komm, komm, mal sei nicht so hart. B. Kann sein, dass B das Schlechteste ist? Es gibt 4 Secrets! Leben verloren, 13. Eins, zwei, drittes auch noch? Ach, schade. 2 Level-Ups, nehme ich mit. Na, Bias? Ich hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffen würdest, mein Lieber. Wirklich nicht. Wer weiß, vielleicht ziehst du das hier durch. Malakisa, wenn du ihr glaubst, bist du dümmer, als du aussiehst. Danke. Sobald sie bekommt, was sie will, bist du am Ende. Oh ja, vertrau dem blutrünstigen Dämon. Sicherlich will er nur das Beste für dich. Auskommentiert. Ach komm schon, wie hell bin ich denn bitte? Du kannst es der Sonne nicht recht machen. Die kommt und geht, wann sie will. 6 pieces left. Ready to try again. Das nächste ist die Ente. An die Ente kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war eine meiner Lieblingsfolgen, als ich auf YouTube gesehen habe. Aber! Moment. Aber, meine Lieben, ich hoffe natürlich, das war auch eure Lieblingsfolge von Dark Deception. Oder vielleicht wird es die nächste. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!